Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute machen wir mal Instagram bestimmt einen Tag über mein Leben. Falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, Leute, dann wird es hier mal Zeit. Go, 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 ab zu Instagram und folgen. Wäre cool. Aber erst muss ich klären, was ziehe ich eigentlich morgen überhaupt an? Na, das lief jetzt nicht so gut, aber Moment, ich habe eine Idee. Ihr müsst euch hier erschrecken, Leute. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Im pinken Bademantel hier eingekuschelt zur Schule, das wäre ein bisschen krass. Wieso würde das aussehen? Das ist einfach zu krass. Wenn ich damit in der Bahn rumlaufen würde, ne, ey, die Leute würden mir noch einen Stich geben, Alter, oder Kleingeld an den Kopf werfen, das wäre zu krass. Oder vielleicht ziehe ich es einfach durch. Mal gucken. Ich frage euch einfach mal. Aber wenn ich eigentlich schon dabei bin, kann ich euch gleich auf Instagram schon fragen, ob ich diesen Bart hier wegmachen soll. Ihr wisst ja, ich habe echt den Vollbart. Ich habe immer so kleine Katzenhaare hier. Nicht so einen richtigen Bart, immer nur wie so eine Katze, so kleine Haare hier. Und das Ding ist, wir haben hier keine richtigen Rasierer, sondern hier nur so einen Einwegrasierer. Ich weiß, wie es mein Vater gekauft hat, ne, aber das tut so weh, dass ich hier zu rasieren. Das macht so und das reißt wirklich so die Haut mit rein. Das ist echt böse. Die Leute haben entschieden. Frisch geduscht, geht jetzt ab ins Bett. Bis morgen. So, ich muss jetzt aufstehen, Leute. Und ich will nicht übermotiviert tun, weil ich weiß gar nicht, was das Ergebnis war von dem Bademantel-Ding. Weil, Alter, wenn ich heute im Bademantel zur Schule gehen muss. Also Bock habe ich jetzt nicht so. Ich bin echt tot, weil morgens bin ich eigentlich zu nichts zu gebrauchen. So, mal gucken, wie das Ergebnis sein wird. Oh no. Mal gucken, wie mein Leber diese Kraft hier reagieren wird. Ada, Ihre Meinung, bitte. Okay, Ihre Meinung. Wo, er läuft, Immer noch im Bademantel unterwegs. Die Leute denken auch, ich habe den absolut Vollknall. Und ich will jetzt was essen gehen. Ich muss entscheiden. Zahle ich oder zahlt mein Kollege? Hallo, was wollt ihr haben? Einmal Lasagne zu mir. Nee, zu mitnehmen. Zu mitnehmen, gerne sofort. Ich hätte echt nicht gedacht, dass die Leute echt meinen Kollegen wählen. Ich dachte echt, die gönnen mir das, dass ich zahlen muss. Aber wow, geile Zuschauer. Mal gucken, wie die schmeckt. Wow, geil. Ja, es ist scharf. Ah, okay, super. Also Leute, ich bin hier zu Gast bei einer weiblichen Person. Und ich überlege jetzt, oder beziehungsweise Instagram entscheidet jetzt, ob ich für die Person was kochen soll. Ich habe natürlich gar keinen Bock, aber wenn es sein muss, dann werde ich für die Katze was kochen. Nein, nein, also für das weibliche Wesen, das hier oben. Nein, ich war für meine Freundin. 36 Leute für ja. Und 16 Leute für nein. Heißt, ich muss leider die Kochschürze schnüren. Super, jetzt koche ich wieder den Arsch, aber ist okay. Scheiße, ist das heiß. Also, Nudeln werden gemacht. Gucken, sag einfach Stopp. Okay, Stopp. Was? Das ist das richtig wenig. Okay, besser. Okay, jetzt Stopp. Nice. Das sieht aber lecker aus. Wer hat denn das gemacht? Also, wie schmeckt's hier? Und? Ist egal. Du hast nicht meinen Biss genommen. Natürlich. Schluck runter. Ja, ist lecker. Also bin ich ein geiler Koch? Hammer. Ich bin ja schon umgezogen, bin eigentlich bereit nach Hause zu gehen. Aber ich habe ja noch Mathe, also Crystal Meth, also auch Meth, Leute. Da bin ich wirklich scheiße drin. Kennen bestimmt einige von euch. Und soll ich zu Mathe gehen oder soll ich schwänzen? Oh, magische Miesmuschel. Darf ich Mathe schwänzen? Schwänz! Die Instagram-Umfrage! Gesprochen! Wow, geil! Das heißt kein Crystal mehr für mich. Und ich dachte schon, ich werde in der Klasse sitzen und so gucken. Aber jetzt habe ich frei. Geil! Wie geil ist das denn? Oh, endlich zu Hause, liebe Leute. Aber eigentlich muss ich gleich wieder los. Einige von euch wissen, ich habe ein zweites Ego, den Mehmet. Und ich brauche ganz dringend eine Bauchtasche, damit ich ein super Kenneck werde. Also, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal zum Laden, was schon ein bisschen kacke ist, weil nach der Schule ich eigentlich chill. Und dann frage ich euch, ob ich die Bauchtasche kaufen soll oder nicht. Ich hoffe, ich mache den Weg nicht umsonst, sonst wäre ich echt sauer auf euch. Die Bauchtasche, die ist nice. Aber irgendwie habe ich noch Bock, ein bisschen was zu futtern. Eigentlich ernähre ich mich derzeit eigentlich ziemlich gut. Also sprich gesund. Vielleicht esse ich auch heute was Ungesundes. Ihr entscheidet. So, ich bin echt gespannt. Ich habe echt Hunger. Ja. Oh, ungesund. Ah. Aha, das ist die ungesunde Ernährung. Kartoffelspalten oder Country Potatoes und zwei Burger. Dann habe ich hier noch so einen Smarty-Joghurt. Geil.
Kein Ketchup. Oh, ich will das nicht tun. Oh Mann. Oh Gott, es kommt nichts raus. Habe ich gerade Angst gehabt, ne? Ah. Mmh. Ah. Ey, was ist das für ein Geschmack im Mund? Nein, nein. No. Muss jetzt mit irgendwas meine Zunge reinigen. So ein Smarty-Joghurt, der macht das schon, ne? Oh, lecker. Wie ihr sehen könnt, eine leckere kurze Hose und eine leckere längere Jogi. Weil ich will kurz rausgehen und dachte mir, wie ziehe ich mich denn an? Kurze oder lange? Ich habe mich jetzt spontan noch dazu entschieden, euch entscheiden zu lassen, welche Schuhe ich anziehe. Entweder die gemütlichen Hausschuhe hier oder die Air Max. Eine Instagram-Abstimmung später. Der kurzen Hose. Und den Hausschuhen. Das Ding ist, es stört mich jetzt nicht so, wenn ich ganz ehrlich zu euch bin. Aber ihr habt abgestimmt und wollt es. Das Ding ist, die Leute gucken mich immer so komisch an. Heute hatte ich nur die Kamera in der Hand und die Leute gucken schon so. Und Alter, ich bin mit dem lila Bademantel rumgelaufen. Ich schäme mich echt für gar nichts mehr. Aber trotzdem lustig, einfach so ein Hausschuhen. Ein geiler Ausflug. Ey, das mit der kurzen Hose ist wirklich eine richtig geile Idee gewesen. Es ist einfach angenehm. Ich dachte, es ist kälter, aber geht voll klar. Okay, die Hausschuhe, ja gut. Die Leute, die an mir vorbeigehen, gucken immer so direkt auf meine Schuhe, immer so. Leute, hier läuft gerade Real gegen Juve, also Fußball. Ich habe sogar extra einen Schein gemacht bei Tipico, also sprich, so hab ein bisschen gewettet mit Kollegen. Also ich habe jetzt keine Sucht oder so, aber ab und zu wetten ist ganz lustig. Aber ich muss eigentlich noch ein paar Sachen für die Schule machen. So, ich bin sehr gespannt, wie ich entschieden habe. 12 sagen Fußball gucken und 16 sagen Fußball gucken. Also wenn ihr wollt, dass ich unbedingt Fußball gucke, dann mache ich das doch gern. Ich habe ja einen Schein gemacht und zwar habe ich auf Juve gesetzt, also nicht auf Real Madrid. Und mal gucken, ob das klappen wird. So Leute, eigentlich will ich jetzt schlafen gehen, aber ich habe gerade eine Umfrage gemacht und zwar entweder ich gehe jetzt schön schlafen oder ich muss jetzt noch eine Runde um meinen Block laufen gehen. War das eine schlaue Idee? Nein. Bitte lasst mich schlafen. Müde. Ich bin gerade so sauer und ich hasse jeden, der gesagt hat, ich soll joggen gehen. Ich will ins Bett, verdammt. Und hier nicht mit meiner Cam rumjoggen, während die Obdachlosen mich verfolgen. Ich will einfach nur ins Bett. Lasst auf jeden Fall ein Ding, Like auf dem Video da. Falls mein Kanal noch nicht abonniert hat, dann abonniert ihn mal. Ich will einfach ins Bett. Tschüss, folgt auf Instagram. Tschüss. Kleiner Nachtrag, Leute. Sollen die Leute das Video liken? 43 sagen ja. Und 28 sagen...